Hi, ich bin's wieder, Speed Limit, und die sind wieder für euch. Zwei fette Likes vom Herzen. Und ja, heute gibt es ein Review zum Amazon Echo Show. Und zwar werden wir heute ein paar Funktionen von dem testen. Ich habe euch im letzten Video, das verlinke ich euch mal hier, schon den Amazon Echo Show vorgestellt und habe ich ein kleines Unboxing gemacht und ein kleines Installations-Einrichtungsvideo. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie die Funktionen von dem Echo Show sind und was es Neues gibt. Aber dazu stelle ich die Kamera erstmal um und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem kurzen Intro. Bis gleich. So, da bin ich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe die Kamera jetzt umgestellt und ich möchte euch heute so die 10 besten Funktionen zeigen, die man mit dem Alexa Show momentan machen kann. So, da wollen wir gleich mal anfangen. Und zwar fangen wir mal an mit der Tageszusammenfassung. Alexa, zeige mir die Tageszusammenfassung. Hier ist deine tägliche Zusammenfassung von der Tagesschau. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Fortsetzung der Sondierungen zu So, ich mach's mal ein bisschen leiser. Koalition. Die FDP schlägt vor, den Familiennachzug verpflichtend. Wie ihr seht, wird die Tageszusammenfassung jetzt auch bildlich dargestellt und ich finde, das ist eine sehr gute Auflösung. Das kann man sich anschauen und ja, macht euch selber einen Eindruck und schaut mal ein bisschen zu. Ich mache es mal ein bisschen lauter. Außenminister Gabriel besucht Rohingya-Flüchtlinge. Er ist am Abend Alexa, stopp! So, ich habe es mal gestoppt. Ich denke mal, das reicht erstmal. So, das wäre die erste Funktion. Natürlich auch eine schöne Funktion. Also wenn ihr jetzt wieder zurück wollt ins Hauptmenü, dann müsst ihr sagen einfach nur Alexa verlassen. So, dann sind wir jetzt wieder zurück im Hauptmenü. Eine schöne Funktion ist auch, euch eure Fotos einzeigen zu lassen im Amazon Echo Show. Aber dazu müsst ihr erstmal in eurem Handy die App runterladen, Prime Fotos, damit das hier auch funktioniert. Ich zeige euch mal, jetzt, ich habe nur drei Bilder da aufgenommen, aber ich zeige euch mal, wie das dann funktionieren würde. Alexa, zeige mir Bilder. Hier sind einige deiner Fotos. So, es sind wie gesagt nur drei Bilder und ja, ist halt nur jetzt damit ihr mal seht, wie das dann so funktioniert. Alexa, stopp! Und dann gehen wir gleich zum nächsten. Und zwar natürlich kann auch das Amazon das euch das Wetter anzeigen lassen. Alexa, wie ist das Wetter in Berlin? In Berlin beträgt die Temperatur 5 Grad bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute höchstwahrscheinlich Regenschauer mit einer Höchsttemperatur von 6 Grad und einer Tiefsttemperatur von 1 Grad. Also ich hab's gehört und ihr seht es jetzt auch, wie das jetzt angezeigt wird. Und zwar wird das jetzt auch noch wochenweise angezeigt. Und ich finde das eine schöne Darstellung. Und dann wollen wir mal zum nächsten Punkt gehen. Alexa, verlassen. Natürlich wollt ihr auch vielleicht von Berlin oder nach München reisen oder von Köln nach München. Da könnt ihr natürlich auch den Skill nehmen von der Deutschen Bahn. Und der wird auch nämlich angezeigt und dann zeige ich euch das mal. Alexa, frage Deutsche Bahn. Willkommen zurück bei der Deutschen Bahn. Was kann ich für dich suchen? Verbindungen, Abfahrten oder Ankünfte? Alexa, such mir eine Verbindung von Köln nach Hamburg. Deine Verbindung vom Köln Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt um 13:02 Uhr mit IC 24, 16 ab Gleis 2, Ankunft voraussichtlich um 17:07 Uhr. Wie Dies gesagt, ist eine Direktverbindung. Kann ich okay. dir sonst noch weiterhelfen? Nein, danke. Die Verbindung wurde jetzt auch dargestellt, bildlich dargestellt. Und zwar könnt ihr euch hier dann anzeigen lassen. Und ja, wenn ihr hier zurückgeht, dann könnt ihr auch nochmal eine Verbindung suchen. Also könnt ihr wieder zum Ausgangspunkt zurückgehen. Ja, das wollte ich euch dann noch kurz zeigen. Wir verlassen mal die Deutsche Bahn jetzt. Alexa, verlassen. So, als nächstes wollte ich euch zeigen, wie Musik auf Spotify funktioniert. Ich werde die Musik nicht lange abspielen lassen, wie gesagt, aus GEMA-rechtlichen Gründen, aber ich zeige euch mal kurz, wie das dann aussehen würde. Alexa, zeige mir Musik mit Spotify. Hier sind einige beliebte Songs von Spotify. So, hier habt ihr jetzt eine Auswahl von Songs und dann schauen wir mal weiter. Alexa, weiter. So, wenn ihr dieses Kommando gibt, springt ihr gleich rüber auf den nächsten Song, also auf die nächsten drei Titel, wie ihr seht. Alexa, weiter.
Hier könnt ihr euch natürlich den Musiktitel sagen oder ihr könnt einfach nur die Nummer, die hier unten aufgeführt ist, ansagen lassen. So, das machen wir jetzt mal. Ich werde mal jetzt eine Nummer sagen. Alexa, spiele mir Titel Nummer 7. So, ihr seht, es klappt. Ich mache mal gleich wieder aus. Alexa, stopp! Also, wie ihr jetzt gesehen habt, es hat wunderbar funktioniert. Probieren wir mal gleich noch einen Titel. Alexa, wähle Nummer 3. Alexa, stopp! So, ihr habt es gesehen. Es wird auch bildlich dargestellt. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, funktioniert das mit dem Nummern eingeben, nur wenn ihr die ersten drei Titel hier seht. Also, ich zeige es euch nochmal. Alexa verlassen. Hier sind beliebte Songs. So, und ihr könnt euch natürlich nur die ersten drei aufrufen lassen. Alexa weiter. Alexa weiter. Zum Beispiel würde das jetzt nicht funktionieren, wenn ich sage, spiele mir den Titel Nummer 1, Nummer 2, weil wir hier schon in den Titel sind 5, 6 und 7. Probieren wir es mal aus, damit ich das mal kurz zeigen kann. Alexa, wähle Nummer 3. Um mehr Musik zu sehen, sage weiter oder zurück. Seht ihr es? Also es wird nur das abgespielt, was hier dann gezeigt wird. Da probieren wir es mal. Alexa, wähle Nummer 6. Also ihr seht es, es wird nur das abgespielt, was dann auch gezeigt wird. Alexa, stopp! Und das ist verbesserungswürdig, aber nun ja, das ist nun mal so jetzt und da müssen wir uns mal damit zufrieden geben. Alexa verlassen. So, natürlich könnt ihr euch auch Radiosender abspielen lassen. Ich zeige das auch mal kurz. Alexa, spiele mir Radiosender WDR 2. WDR 2, Bergisches Land von Tunen. Also Radiosender geht auch ohne Probleme. Alexa, stopp. Das ist kein Problem. Wird euch natürlich auch bildlich dargestellt. Alexa verlassen. So, was kann ich euch noch zeigen? Ich habe euch schon gesagt, das Amashow Show Gerät passt am besten in der Küche, wenn ihr das aufstellt, damit ihr euch Rezepte holen könnt. Und dann zeige ich euch mal, wie das dann funktionieren würde. Alexa, öffne Chefkoch. Willkommen bei Chefkoch. Womit kann ich dich heute inspirieren? Frage nach dem Rezept des Tages oder sag mir, nach was ich suchen soll. Na, da wollen wir gleich mal nach dem Rezept des Tages fragen. Alexa, was ist das Rezept des Tages? Das aktuelle Rezept des Tages, Rinderrouladen mit Pilzfüllung. Brauchst du 30 Minuten und es hat 4,3 von 5 Sternen. Ich kann dir die Zutaten nennen, die Zubereitung vorlesen oder das Rezept zusenden. Also wie ihr seht, dafür ist das Amazon Echo Show bestens geeignet, in der Küche, wenn ihr die Hände voll habt. Alexa, stopp! Viel Spaß beim Kochen. So, das ist halt der Chefkoch, den ihr dann halt in euch in der Küche anzeigen lassen wollt, wenn ihr euch mal die Ideen ausgehen für ein leckeres Rezept. So, für die, die Fußball begeistert sind, gibt es natürlich auch eine Skill hierfür, beziehungsweise eine Funktion, die auch bildlich dargestellt wird. Und zwar öffnen wir mal Toralarm und zeigen uns mal die Bundesliga-Tabelle an. Alexa, öffne Toralarm. Willkommen. Um deine Lieblingsteams zu aktivieren, sage zum Beispiel, aktiviere Benachrichtigungen für Hamburg. Wenn ein Tor fällt, schicke ich dir eine Nachricht und du kannst diese abhören, indem du fragst, was sind meine Benachrichtigungen? Was kann ich für dich tun? Bundesliga-Tabelle. Das ist die aktuelle Blitztabelle für Bundesliga 1, Bayern, 29 Punkte, 2, Leipzig, 23 Punkte, 3, Gladbach. Alexa, stopp! Also wie ihr seht, es wird bildlich dargestellt und auch gleich euch gezeigt. Wenn ihr jetzt so ein bisschen runterscrollt, habt ihr die ganzen, ja, Mannschaften und wo die gerade in der Tabelle stehen, bildlich dargestellt. Super Idee, finde ich klasse jetzt. Ich bin selber Fußballfan und da kann ich mir jederzeit die Ergebnisse aufrufen lassen oder mir mal schnell die Tabelle anzeigen lassen. So, dann verlassen wir jetzt mal hier auch den Toralarm. Alexa, verlassen. So, jetzt zeige ich euch natürlich, wofür das Gerät gedacht war. Natürlich für Videotelefonie.
Und da braucht ihr natürlich auch ein Amazon Echo bzw. eine Amazon Echo Show, damit ihr auch das betreiben könnt. Ja, rufen wir mal kurz meine Eltern an. Und zwar wird ihr gleich die Kamera sehen, die sich dann auch gleich mit einschaltet. Alexa, rufe Eltern an. Okay, Eltern wird angerufen. So, ihr seht jetzt hier meine Kamera da vorne. Aber Alexa, stopp. Wie ihr gesehen habt, funktioniert das wunderbar mit der Videotelefonie. Muss natürlich auch ein Amazon Echo Show fähiges Gerät auch beim Angerufenen da sein. So, natürlich könnt ihr jetzt auch euch weiterhin Sachen beim Amazon bestellen. Jetzt allerdings ist jetzt der Vorteil, ihr könnt es euch bildlich darstellen lassen. Und das finde ich jetzt eine super Idee, weil wenn man sich was bestellt, dann will man das ja auch sehen, was man sich bestellt und sehen, ob das auch alles richtig ist. Deshalb finde ich das jetzt natürlich eine schöne Lösung, die jetzt Amazon auch gebracht hat. Und wir probieren es mal. Alexa, zeige mir den Amazon Echo Show. Suche läuft. So, und da ist er jetzt schon, wie ihr sehen könnt. Könnt ihr bestellen dann. Das klappt auch mit allen anderen Artikeln. Dann, wenn ihr dann mal weitermacht. Alexa, weiter. Dann blättert er einfach weiter auf die nächste Seite. Alexa, weiter. Und dann könnt ihr euch verschiedene Sachen bildlich jetzt darstellen lassen. Schöne Lösung, finde ich. Finde ich ein bisschen besser für die Bestellungen, weil das Amazon Echo, das normale Gerät, fand ich ein bisschen für die Bestellung zu risikoreich, beziehungsweise wusste man nicht genau, was man dann halt bestellt. Alexa verlassen. Jetzt will ich euch nochmal zeigen, wofür das Echo Show Gerät auch noch geeignet, sehr gut geeignet ist. Und zwar, wenn ihr euch mal kleine Filme euch anzeigen lassen wollt, beziehungsweise Filme mal abspielen wollt, dann könnt ihr das auch locker machen. Und zwar, Alexa, zeige mir Filme. Das hier habe ich gefunden. So, das ist jetzt allerdings in Prime Video. Da müsst ihr Prime Video abonniert haben. Und dann könnt ihr euch hier so ein paar Filme anzeigen lassen. Auch Kinderfilme. Wir probieren mal gleich mal einen zu starten. Und dann probieren wir mal gleich die Nummer 2 zu starten. James Bond ist mein Lieblingsfilm eigentlich. Alexa, starte Nummer 2. So, dann geht es auch hier schon los, wie ihr seht. Die Bilddarstellung finde ich sehr gelungen. Also ist für dieses kleine Bildschirm eigentlich ganz ordentlich. Ist keine Full-HD-Auslegung, ist normal, aber zum Schauen, denke ich mal, kann man sich das geben. Ja, ich mache jetzt mal hier kurz Stopp. Wir wollen uns ja nicht den ganzen Film jetzt hier reinziehen. Ich wollte es euch mal kurz gezeigt haben. Und jetzt gehe ich mal kurz nochmal zu dem Kinderfilm. Alexa, zeige mir Kinderfilme. Das hier habe ich gefunden. Wie ihr seht, ihr könnt euch auch die Kinderfilme anzeigen lassen. Wie gesagt, ihr könnt euch nur die Filme aufrufen, die hier jetzt gezeigt werden, also 1 und 2. Wenn ihr jetzt weiter sagt, dann halt 3 und 4 und so weiter und so fort. Probieren wir es mal ein bisschen weiter aus. Alexa, weiter. Alexa, weiter. So, ich probiere jetzt mal den ersten Film abzuspielen, ob der das macht. Alexa, zeige mir Nummer 1. Um mehr Videos zu sehen. Alexa, stopp. Wie ihr seht, es schafft nicht, die Nummer 1 vom gescrollten Video zu sehen. Es wird euch nur die zwei Filme hier anzeigen. Und zwar, das war jetzt auch alles, was ich euch zeigen wollte. Das waren jetzt die 10 Funktionen. Die ersten Funktionen und das Review vom Amazon Echo Show. Es werden noch viele weitere Funktionen bestimmt folgen, die ich dann euch dann zeigen werde. Aber für das Erste soll es erstmal gewesen sein und die 10 wichtigsten Funktionen habe ich euch jetzt mal kurz demonstriert. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die fandet und welche Funktion euch am besten davon gefallen hat. Welche Funktionen ihr dann auch öfters anwenden würdet. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr euch das Video gefallen hat und ihr mehrere Videos sehen wollt, würde mich freuen, kostet euch nichts. Und ich wünsche euch dann viel Spaß, wenn ihr euch für das neue Amazon Echo Show entscheidet. Ich verlinke euch das hier unten, wenn ihr euch das mal ansehen möchtet. Auch andere Echo-Geräte von Amazon könnt ihr euch da ansehen und schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen wir uns. Bis bald. We put the good in the good life. We put the good